Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3 und ich habe mal den Soundtrack ein bisschen angemacht. So, den haben wir nämlich noch nie gehört, wenn ich mich recht erinnere. Weg mit dem Schwert. So, wir sind jetzt an der Kathedrale und müssen mal ein bisschen mit den Eingeborenen hier sprechen. Mutter Punga hat dich wahrlich mit ihrer Weisheit erfüllt und dein Bewusstsein erweitert. Hat es funktioniert? Ist das Ritual abgeschlossen? Was ist mit mir passiert? Ich habe solche Kopfschmerzen. Ja, ich weiß nicht, was funktioniert haben soll und ich weiß auch nicht wirklich, ob mein Typ Kopfschmerzen hat, deswegen frage ich mal besser hier das. Eine Zeit lang glaubten wir, deine Seele hätte sich zu weit von deinem Körper entfernt und du hättest diese Welt verlassen. Aber du bist zurück. Natürlich. Auch wenn der Körper durch das Ritual gezeichnet wird, die Seele wird für immer gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Du bist jetzt in unserer Kathedrale willkommen. Tritt ein, erleuchteter Bruder. Das extra Punga-Kraft wurde hinzugefügt. Der Verzehr von Punga-Früchten hat nun verstärkte Wirkung. Ist ja unwahrscheinlich nützlich. Woran glaubt der Stamm? Wir streben nach Expansion des perfekten Geists und lehnen das Körperliche, das Verdorbene, entschieden ab. Die materielle Welt ist schlecht und unvollkommen. Wir wollen unseren Geist aus seinem irdischen Käfig befreien und eine bessere Welt finden. Wer führt diesen Stamm an? Jackson. Ein sehr weiser Mann. Er hat sich in seine Höhle der Einkehr zurückgezogen, um das Unerklärliche zu durchdringen. Nur die Rechtschaffenen genießen das Vertrauen und kennen diesen Ort der Offenbarung. Leider wird mir dieser Segen nicht zuteil. Haha. Okay, das mit Jackson hat sich gerade komisch angehört. Ich glaube, da hat ein anderer mal für ihn gesprochen. Warum wurde die Villa angegriffen? Der am meisten Erleuchtete von uns ahnte, dass die Hüter des Schicksals selbst verfügen würden, die Villa auf die Grundmauern niederzubrennen. Ah ja. Wie kann es sein, dass hier so viele Punga-Früchte wachsen? Die Punga ist das Geschenk der Erde. Zum Dank dafür, dass wir das Gleichgewicht zwischen der Natur und den höheren Sphären aufrechterhalten. Die Punga hat erkannt, dass wir unsere verderblichen Höhlen hinter uns lassen wollen und nähert unser Bestreben. Ah ja, und wo finde ich Jackson? Nur die Würdigen dürfen seiner Meditation beiwohnen. Mich hat er der Erleuchtung leider nicht für würdig befunden. Ah ja. Ich muss jetzt los. Alles Gute. Nun ja, mir wurde gesagt, ich soll mal auf meinen Kopf gucken, deswegen habe ich meinen Helm ausgezogen. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Und ja, uns wurden die Haare geklaut und wir haben eine Narbe am Kopf. Total nervig. Wo ist meine tolle Frisur? Wer bist du? Werde eins. Entspanne dich. Eine normale NPC. Auf jeden Fall, hier sind ganz viele Punga-Früchte und die werden wir jetzt erstmal einsammeln. Punga, Punga, Punga. Ja, denn Pungas, wir haben eben schon gesehen, heilen uns jetzt noch mehr. Gleich mal gucken. Punga, 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 Punga. Okay, wir sind überladen. Wir haben zu viel Punga-Gewicht bei uns. Was können wir abwerfen? Erstmal zur Kleidung. Konföderiertenhut brauchen wir nicht. Och, den können wir nicht aufziehen, der ist kaputt. Die müssen wir verkaufen, die brauchen wir. Waffen. Können wir was mit was reparieren? Ja, Luftgewehr. Brauchen wir nur eins. Obwohl, wir brauchen eigentlich gar keins. Splittergranaten, Unterhebel, Dingsbumsgewehr, Gaussgewehr, sonstiges. Archivcoupon, Gewicht. Nee, ich will die nicht wegwerfen. Metro-Ticket, Zündflamme kann weg. Ja, okay, wir können wieder normal rennen, aber mit Pungas einsammeln, das machen wir später. Überwinde das Fleischliche. Nö. Okay, weiter. Überwinde wir gehen jetzt das Fleischliche. Jetzt haltet die Klappe, ich gehe jetzt erstmal hier rein, gucken, was hier drin ist. Die Ark and Dove Kathedrale. Wollen wir mal sehen, was hier drin ist. Hallo, Jim. Der Friede sei mit uns. Den haben wir aber schon gesehen. Oh Gott, viel zu viele Pungas. Und Atompilze. Bah. Naja, mal gucken, wer da hinten so alles rumlungert. Ich sehe drei Leute. Licht an. Der Friede sei mit uns. Hallo, Woodrose. Einen Augenblick, bitte. Kannst du jetzt mal aufstehen, damit ich mit dir reden kann? Ein weiteres neues Mitglied? Verschenken wir etwa schon Sonderprämien für den Beitritt zu unserem Stamm? So sieht's aus. Die Funga mag dir zwar ihre Weisheit verliehen haben. Aber es sieht so aus, als werde es noch eine Weile dauern, bis du gelernt hast, sie anzunehmen. Bis dahin unterstehst du mir. Ich bin die Stammesmutter Woodrose. Ja, Jackson zum Schluss mal.
Wie sind die Aufgaben hier verteilt? Ich bin die Ziehmutter. Ich sorge dafür, dass niemand vergisst, zu essen und zu schlafen. Und das ist mehr Arbeit, als du vielleicht glaubst. Viele unserer Mitglieder geben sich bewussten Gedankentranszendenten hin. Jemand muss sich ja um sie kümmern. Ah ja, und wer führt diesen Stamm an? Ja, wissen wir ja. Mann, du hast wirklich keine Ahnung. Jackson ist unser Anführer, was glaubst du denn? Wenn er spricht, spitzt du die Ohren und merkst dir jedes Wort. Aber jetzt im Moment kannst du nicht viel von ihm hören. Er meditiert gerade. Ich mag die Synchronsprecherin zu ihr. Das war gerade wirklich synchron. Warum wurde die Villa angegriffen? Jackson hatte eine Vision von der Zerstörung. Es gab Bedenken. Aber wenn der Anführer sagt, der Befehl käme aus dem Jenseits, fragst du nicht, warum. Okay. Und warum baut ihr hier so viele Pungas an? Soll das ein Witz sein? Warum sollten wir nicht so viel anbauen? Auch wenn wir unsere irdischen Gelüste überwinden wollen, essen müssen wir trotzdem. Sie wächst schnell, macht satt und eignet sich für vielerlei andere Dinge. Und was sie uns nicht geben kann, bekommen wir, indem wir mit ihr Tauschhandel betreiben. Dieser verschlagene Hund Toba kauft sie uns eimerweise ab. Und wo finde ich Jackson? Nicht so schnell, du Wurm. Das Recht, das Refugium des transzendenten Meisters zu betreten, muss man sich erst verdienen. Und wie? Ja, ich muss jetzt los. Es gibt keinen Dialog mehr. Alles Gute. Ach, jetzt sind wir höflich, oder was? Erstmal speichern und wer steht denn hier so einsam? Nadine, das ist doch die Tochter. Wir haben offenbar ein neues Stammesmitglied. Du kannst sogar noch in ganzen Sätzen reden. Du bist ja ein echter Glückspilz. Oh ja, das bin ich. Was meinst du mit nicht so viel Glück? Freut mich mal wieder, jemanden zu treffen, der nicht verrückt ist. Ja, ich will wissen, was sie mit Glück meint. Erinnerst du dich noch an deinen Namen? Oder an Mathematik? Wie steht es mit deinem Gedächtnis? Als ich wieder zu mir kam, konnte ich mich fetzenweise an ein weißes Licht und ein Stimmengewirr erinnern. An mehr nicht. Verrückt, was? Aber du sabberst nicht. Also ist mit dir alles in Ordnung. Die anderen hatten nicht so viel Glück, als ihnen die Köpfe aufgeschnitten wurden. Die Köpfe aufgeschnitten? Was meinst du damit? Wenn du so weiterredest, dauert es nicht mehr lange, bis ich auch verrückt werde. Ja, Köpfe aufgeschnitten? Ich meine, das erklärt die Narbe. Fühlst du dich da drin wirklich gut? Du solltest deinen Kopf nach einer Narbe absuchen. Hab ich. Die haben wir alle, nachdem wir in diesem Sumpf waren. Naja, am Ende des Rituals, wenn du ohnmächtig bist, schneidet dir so ein Kerl den Schädel auf und befreit deinen Geist. Das heißt, er reißt das Stück Hirn raus, das anscheinend dafür verantwortlich ist, den Menschen zu hemmen. Aber das klappt nicht immer ganz. Na toll. Jedenfalls kommst du mir recht aufgeweckt vor. Willkommen also in unserem Stamm. Ich heiße Nadine. Ja, das habe ich schon gesehen. Wo finde ich Jackson? In seiner sagenhaften Grübelhöhle, schätze ich mal. Wir dürfen nicht wissen, wo die ist. Anscheinend sind wir nicht erleuchtet genug. Ich hab die Schnauze voll, sag ich dir. Ich dachte, das würde ein echt geiler, sagenhafter Trip werden. Dabei ist der gleiche Mist wie überall sonst. Deswegen bin ich Jackson ja auch in seine bescheuerte geheime Höhle gefolgt. Juhu. Klingt nicht gerade so, als hättest du viel Spaß hier. Ich muss wissen, wo er steckt. Ja, das ist viel interessanter. Klar, warum nicht? Ich habe ohnehin vor, eine Fliege zu machen. Und erst recht, wenn du dich mit Jackson anlegen willst. Seine Höhle ist unter der Kathedrale, ist aber schwer zu finden. Hier, ein Schlüssel. Der Weg führt durch das Schiffswrack bei den Klippen im Osten. Wenn du den alten Deppen findest, richte ihm schönen Dank aus für die ganzen Bungas, die ich klauen konnte. Ein Teufelsweib. Kannst du mir die Narbe wegmachen? Ja, ich will meine Frisur wieder. Du hast Glück gehabt. Wahrscheinlich bleibt dir kein dauerhafter Schaden. Die Narbe wird schon verheilen. Und dann bist du wieder wie neu. Juhu! Natürlich wird dir trotzdem ein Stück Hirn fehlen. Hm. Aber wie es aussieht, hättest du das ohnehin nicht gebraucht. Und jetzt halt bitte still, damit ich dich wieder zusammenflicken kann. Narbe entfernt. Wer hat mir den Kopf aufgeschnitten? Ganz blick ich nicht durch, aber ich hab da so einen Verdacht. Ich werde mal ein bisschen rumschnüffeln, vielleicht finde ich ja was raus. Triff mich morgen oder so beim Schiff am Fluss. Vielleicht kann ich dir dann was sagen. Okay. Nadine, deine Mutter hat mich beauftragt, dich zu finden. Hör mal, es ist ja nicht so, dass ich nicht heim will. Ich meine, ich liebe...